Herzlich willkommen bei Fittorial und einem neuen Motivationsvideo. In diesem Video möchte ich euch erstmal das Projekt vorstellen, was jetzt demnächst mein Bruder und die liebe Vanessa vorhaben. Wir sehen das jetzt mal. Also es geht darum, dass wir den Splügenpass fahren wollen mit dem Fahrrad. Es beginnt in Splügen und endet in Domaso. Ihr seht das hier, das sind knapp 70 Kilometer. Das alleine wäre jetzt nicht so das Problem, es geht dabei auch um Höhenmeter. Und wir sehen es, die Rückfahrt, also die Südrampe von Chiavenna beginnend aus, ist schon relativ heftig. 30,4 Kilometer lang und 1800 Höhenmeter zu erklimmen. Diejenigen von euch, die mein Tavengo Luckex Skill Video kennen, die wissen schon, dass ich diesen Splügenpass vor 2 Jahren bereits gefahren bin. Allerdings eben nur die einfachere Variante. Von Splügen aus hoch, das sind 10 Kilometer und 600 Höhenmeter und dann die italienische Seite einfach nur bergab gefahren. Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen extremer gestalten und wie gesagt auch den Rückweg in Angriff nehmen. Und wie ihr gesehen habt, ist gerade der Rückweg das, was schwierig ist. So ein Vorhaben klappt natürlich nicht komplett ohne Training, deswegen fahren wir jetzt schon seit Wochen hier durch die Gegend und versuchen uns fit zu halten. Ob das Ganze am Ende klappt, das werden wir mal sehen, wir wissen es nicht so genau. Es gibt den Notfallplan, also einer muss es zurück bis nach Splügen schaffen, dort steht dann das Auto und er muss dann eben die restlichen abholen, die vielleicht auf der Strecke geblieben sind. Ganz interessant ist auch die Wahl unserer Fahrräder. Mein Bruder, ihr seht das hier, fährt mit einem Trekkingrad. Die Vanessa fährt mit einem Hardtail Mountainbike 29 Zoll und ich fahre mit einem Enduro 26 Zoll vollgefedert. Also eigentlich gar kein so gutes Rad, um Asphaltwege bergauf zu fahren. Aber wenn es einfach wäre, dann könnte es ja auch jeder. Also ein bisschen Challenge muss sein. Die zwei größten Schwierigkeiten, die ich hier sehe, sind einmal mit der langen Strecke klarzukommen. Dafür machen wir eben auch unsere Trainingseinheiten. Das heißt einfach auch mal 6 Stunden auf dem Rad sitzen, damit sich der liebe Popo dran gewöhnt, dass die Handgelenke sich an die Belastung gewöhnen und so weiter. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist die Nährstoffversorgung. Das heißt, was nimmt man an Proviant mit, wie isst man, wann isst man. Und hier ist auch sehr wichtig, dass man ausreichend viele Pausen macht, immer wieder Kleinigkeiten isst, ein paar Nüsse, einen Apfel, einen zuckerfreien Müsli-Riegel, sodass der Körper einfach stetig seine Energie bekommt und man niemals einen Versorgungsengpass erleidet. Es sind jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis wir dann endlich den Splügenpass fahren werden. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich hier auf dem Kanal. Die eigentliche Überquerung werde ich natürlich auch videotechnisch festhalten. Und naja, wir sind gespannt, ob wir das Ganze hinbekommen.